Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Waste Driver Grid. Endlich geht es hier weiter und wenn mich nicht alles täuscht, könnten wir heute sogar mal einen Teamvergleich machen. Und zwar in Japan. Hä? Oder auch nicht? Ist das nicht eigentlich soweit? Direktvergleich. Ah ja, doch, okay. Falsche Taste von mir. Also, 750.000 Euro würde es hier in dieser Mitternachtstour, oder was stand da jetzt genau, geben. Wir lassen uns überraschen. Zwei Rückblenden, ja. Den nehmen wir einfach mal mit. Raven West Motorsport ist Spitzenklasse. Gebe einfach alles und hoff das Beste. Wir schaffen das, wir schaffen das. Das war ja irgendwo zu erwarten, dass wir hier in Japan beim direkten Vergleich irgend so ein illegales Bergrennen in der Nacht fahren. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir beim Direktvergleich nur einen Versuch. Also sollten wir jetzt hier vorne bleiben, war es das. Und wir haben gewonnen. Das Preisgeld können wir natürlich gut gebrauchen. Schöner Flitz am Übrigen. Upsala, ja, okay. Das war nicht gut. So, hier steigen wir ein. Ja. Und jetzt besser die Kurve meistern. Schön. Ups. Dann hier durchs Geschlängel. Meine Güte, sind viele in der Nacht aufgestanden. Das ist ja schon echt krass. Mich würde mal interessieren, wo deren ganzen Fahrzeuge stehen. Die sind ja garantiert nicht hier hochgewandert. Hier vorne auch nochmal rum. Wie lang ist denn die Strecke? Ach du Gott, was kommt denn jetzt hier für ein Abschnitt? Das ist ja nur noch ein Geschlängel. Und hier rechts ums Eck. Uah, scheiße. Und dann wieder links. Runde 1 von 1. Wir haben einen kleinen Vorsprung. Zum Glück gibt es hier überall Banden. Ansonsten würde ich mich garantiert irgendwo mal verabschieden und runterfliegen. Na, war's das jetzt schon? Wo ist das Ziel? Hier müssen wir noch rum. Und dann haben wir es immer noch nicht geschafft. Hier nochmal durch diesen kleinen Tunnel. Oh, die Strecke ist aber länger als der normale Bergkurs, glaube ich. Weil da waren wir, glaube ich, nie so lange unterwegs. Ja, wir fahren aber nicht so schlecht. Der Vorsprung bleibt konstant. Und hier wiederum noch ein Tunnel. Meine Güte, ist das lang. Ich meine, diesen Abschnitt kennen wir meiner Meinung nach. Aber dann müsste doch eigentlich nach dieser Kurve gleich das Ziel kommen. Nee, immer noch nicht. Es geht noch weiter. Es gibt hier sogar Zwischenzeiten. Okay. 1,76 Sekunden Vorsprung. Na, wir lassen uns mal überraschen. Ja. Wir sind gut gelaunt. Eigentlich sind ja solche Nachtevents nicht unsere Stärke. Aber das machen wir heute wirklich super. Mann, wo fahren wir denn hier lang? Kommt jetzt das Ziel? Nee, noch ein Tunnel. Gott, oh Gott. Also ich hoffe, ich bin hier noch richtig. Ah, hier ist es. Was für ein Sieg. Warte nur, bis du die Wiederholung siehst. Ja gut, das war mal ganz locker. Gar kein Problem. So, das haben wir. Und ich glaube, ich habe die Sponsoren noch gar nicht drin, genau. Müssen wir schnell machen. Welche hatten wir denn getauscht? Ich glaube, den und den anderen.
So. So. Okay. Dann werden wir jetzt nach diesem Direktvergleich irgendwo weiter stürmen. Haben wir hier eigentlich schon alles abgeschlossen? Ja, ja. Nein, eine Driftschlacht machen wir heute aber trotzdem nicht. Ja, wie würde es denn in Japan weitergehen? Driften, Profi-Tuning. Nö. Machen wir hier oben links erstmal diese Meisterschaft. 150.000 für den ersten Platz. Möchtest, brauchst du zuerst einmal einen Wagen. Ja, wir kümmern uns gleich um den Wagen, aber vorher nochmal schnell schauen. Okay, drei Rennstrecken. So. Kaufen, ja, wir kaufen uns den neu. Ich meine, jetzt haben wir echt viel Kohle. Und ich glaube, so viele Flitzer müssen wir auch gar nicht mehr erwerben. Wir sind wirklich Millionär. Mehrfacher Millionär. Haben wir uns auch verdient. Ich kenne den Kerl seit langem. Ein unangenehmer Gegner. Pass gut auf den Auspuffrohr auf. Alles klar, machen wir. Und er kann hoffentlich an unseren Auspuff ein bisschen schnüffeln. Wir starten von der 7, Tom auf der 4. Und der Favorit wohl ganz vorne. Heute mal ein ganz anderer Flitzer. Finde ich gut. Upsala. Die Rennstrecke kennen wir auf jeden Fall. Obwohl ich die so rum eher blöd finde. Ich fahre die gerne in die andere Richtung. Na, wollen die ausreißen oder was? Ja. Gibt's gar nicht. 6 Runden. Ach du heiliger Mist. Na ja, gut, dann haben wir jetzt zumindest ein bisschen Zeit, um wieder ranzukommen. Einer ist weg. Wow, ich glaub, das ist Shoji Misato. Wir bleiben auf der 7. Ich glaube, hier vorne darf ich nicht so doll bremsen. Wow. Komm schon, komm schon. 6. Mann, die sind aber auch schnell. Ich glaube, ich muss hier fast überall mit Vollgas durchbrettern. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich den ziemlich heftig abgedrängt. Der nächste fliegt weg. Sehr schön. Nein, und wir auch noch. Nicht gut. So, direkte Wiederholung. Da haben wir ihn abgedrängt und hier steigen wir ein. Oh, wir werden ordentlich verfolgt. Müssen wir aufpassen. Schade, jetzt fliegt der eine Typ nicht weg. Aber wir kommen trotzdem dichter. Alter, ja, sehr schön. Wir sind dran. Diesmal habe ich nicht gebremst und das scheint etwas zu bringen. Du fährst schön im Windschatten. So. Scheiße. Oh, ja, Mann. Ich weiß gar nicht, wie die das hier schaffen. Hallo, nee, zurück, zurück. Weil das wird jetzt wirklich schwierig. Wir dürfen keinen Fehler mehr machen und müssen trotzdem sehr viel riskieren. Ja, hat mich ein bisschen durchgeschüttelt. Ist aber alles noch im grünen Bereich. Tom auf der 3, wie auf der 6. Wir sind in Runde 4 und im Windschatten. Genial, Kollege. Wow. Ja, und ich mische jetzt hier auch gut mit. Ah, ich hasse ihn. Nein. Einmal noch. Mist, Mist, Mist. Zweiter Versuch. Diesmal würde ich sagen, überholen wir auch in der ersten Kurve ein paar Leute. 6. 5. Tom direkt hey, Kollege, vor uns. Ja, mach mal ein bisschen Platz hier. Halten, halten, halten. Immer noch 5. Wir lassen niemanden vorbei. Wow. Der hätte ja uns fast getroffen. Runde 1 abgeschlossen. Mal sehen, ob wieder einer wegfliegt. Okay, du bist zurzeit auf Position 5. Oh, Alter, das darf doch nicht wahr sein. Komm, hier machen wir weiter.
Au. Weiterhin nur Fünfter, ja. Tom kämpft sich auf die zwei nach vorne. Einer verabschiedet sich. Wir sind... Wow, Dritter. Ich glaube, den einen habe ich jetzt auch schön eine mitgegeben. Die drei Top-Favoriten, also endlich ganz vorne. Ja, ich bin hinter dir, aber ich muss ein bisschen abreißen lassen. Eine direkte Wiederholung hätten wir noch zur Verfügung. Dritte Runde. Wir machen Druck. Für unser Team sieht es jetzt schon mal gut aus. Aber wir wollen natürlich... Oh nee, Tom, was machst du denn? Ja, geil. Wir wollen natürlich die Einzelwertung gewinnen. Tom verabschiedet sich erstmal komplett. Das ist natürlich bitter. Und wir üben leichten Druck aus. Die Hälfte ist geschafft. Oh ja. Jetzt sind wir im Windschatten. Du wirst schön im Windschatten. Genau, Rick, hast du recht. Und jetzt hier. Na, versuchen wir es. Ja, nutzen wir direkt die erste kleine Chance, oder auch nicht? Oh, was? Ich dachte, er gibt sich geschlagen. Vollgas. Na, ich bremse hier vorne zu doll. Das müssen wir anders machen. Dadurch hat er dann immer einen kleinen Vorsprung. Das ist nicht gut. Oh, jetzt hat er es verbockt. Okay, also wir ganz alleine vorne. Du bist knapp einem üblen Unfall entgangen. Naja, komm, Rick. Man muss jetzt nicht übertreiben. Das habe ich frühzeitig gesehen. Das war jetzt nicht so knapp. Du liegst vorne. Wie auf der 1, Tom leider noch nicht irgendwo vorne gelistet. Er hat jetzt nicht mehr viel Zeit. Die letzte Rennrunde beginnt. Du hast soeben den aktuellen Rundenrekord überboten. Weiter so. Ich hoffe, er schafft es noch irgendwie nach vorne. Bei uns sollte wohl nichts mehr anbrennen. Wow. Also. Oh nein. Ach scheiße, Mann. Alter, ich krieg hier heute einen Anfall. Was mache ich denn? Da. Alter, es ist wirklich eine schlechte Leistung von mir. Nein! Mann! Scheiße! Ja. Wir bleiben vorne. Lalilu, lalilu, lalilu. Wo ist er? Oh Gott. Dein Wagen ist etwas verbeult, ist aber noch allzu schlimm. Verdammter Mist, ey. Schlechte Leistung. Trotzdem haben wir die Punkte mitgenommen. Das ist das... Oh, Tom, ey, was... Nee, kein Kommentar. Das gibt's ja nicht. Unser Team, pff, na gut. 5 Punkte, das geht ja noch. Oh, ist das schön. Wie lange müssen wir denn jetzt hier warten? 597.750 Euro. Der absolute Rekord-Jackpot bisher. Und Tom geht lediglich mit 24.750 Euro nach Hause. Das ist nix.